Wow! Das sieht nicht schlecht aus. Ist das kalt hier? Was ist hier? Bei der Kälte wachsen mir glatt noch Eiszapfen an der Nase. Was für eine Einöde. So viel Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile hier keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemanden außer uns. Huch, was war das? Wer ist das? Wer war das gerade? Das sah aus wie ein Pokémon. Sehe ich etwa Gespenster? Nein. Ich bin mir sicher, das war jemand. Wen um alles in der Welt zieht es nur in so eine verlassene Gegend? Naja, sich drüber den Kopf zu zerbrechen bringt auch nichts, bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Eine wunderschöne, fast idyllische Schneelandschaft hier. Wow, zeige sie dir das mal an. Siehst du das? Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen. Ja, ich sehe es und es sieht fantastisch aus. Wow! Der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Wir müssen also wirklich hier durch. Es ist bitterkalt. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber wir können uns nicht ewig hier aufhalten. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir es an, Zwergi. Wir packen es an. Ja, Items haben wir hier irgendwie. Items, die wir mitnehmen können. Ein paar Sinnebeeren. Ein paar Mini-Belebersamen. Das wäre nicht schlecht. Noch zwei Sinnebeeren, dann ist das Lager voll. Wir können auch ein bisschen was abgeben, aber es wird vielleicht erstmal reichen. Gut, ich mache eine kleine Aufnahmepause an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich jetzt hier schon, wie viele Minuten ich jetzt schon aufgenommen habe. Kleine Aufnahmepause, gleich geht's weiter. So, kleine Aufnahmepause von ein paar Wochen ist vorbei. Weiter geht's, wo waren wir noch stehen geblieben? Pokémon Mystery Dungeon Strategie Team DX. So, Items. Haben wir davon schon welche mitgenommen? In die Sammelbox, guck. Belebersamen. Das ist einer. Mini-Belebersamen, okay, da sind einige noch drin. Okay, ich hoffe, wir übernehmen das jetzt hier. Mit den Belebersamen bestimmt. Okay, weiter geht's, voran. Können wir weitergehen, Zwergi? Ja, unbedingt. Auf geht's. Frostwald oder Schneefahrt? Ja, Frostwald, Schneefahrt, das klingt schon so falsch. Gut, dann mal los. Es ist zwar eiskalt, aber das darf uns nicht abschrecken. Na denn. Frostwald E1. Na, hoffen wir, dass wir nicht so kläglich scheitern wie Puzzle-Samen. Aha, wir können nichts aufheben, weil unser Inventar voll ist. Aha. Okay, na dann. Ich bin hier vom Typ Feuer, das wird jetzt hier natürlich. Ja. Ich werde schnell Belebersamen gebrauchen können. Modi, hilf mir. Ja. Gut, dass wir uns ein bisschen was mitgenommen haben. Ja. Modi, du bist nicht Typ Feuer. Hilf. Du musst jetzt kämpfen. Ja gut, das wird jetzt hier. Und leichter wird es nicht mehr. Aber vielleicht halten wir es trotzdem irgendwie durch. Na komm. Verfehlt. Warum verfehlt denn hier so viel? Das ist doch hier nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also auf zur nächsten Tür. Wir sind immer noch für E1, möchte ich mal anmerken.
kann ja nur schlimm werden. So, E2. Frostwald, E2. So, weiter voran. Schnäppker. Du Schnäppker. Das klingt wie so eine richtige Beleidigung. Schnäppker. So eine Beleidigung, die meine Oma mal gesagt hat. So eine, du bist doch mal ein Schnäppker. Steppke war das, glaube ich, oder? Irgendwie so ähnlich hatte ich es im Kopf. So oder so ähnlich war das. Frostwald E3. Jum. Na dann. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt hier wieder nicht so ein Drama wird. Wie bei der... Ich weiß nicht, ich habe den Namen einfach verdrängt. Das war so ein Schmerz, in der Höhle dauernd zu sterben. Ich habe da ja Tage gebraucht, um da durchzukommen. Das ist also... Wirf einfach die Box weg. Warum nicht? Explosions-Dings. Über das Schlafheld sind wir einfach drüber gerannt. So, E4, ich komme. Na, das geht doch bis jetzt geschmeidig. Muss nichts heißen. Kann immer schlimmer werden. Bis E4 bin ich in der Prismarienhöhle oder wie die hieß. So irgendwie so ähnlich hieß die. Da bin ich auch gekommen. In diesem Dungeon. Soweit habe ich es auch geschafft. Bis E4, E5 ist es meistens kein Problem. Ein Ditto Wild erscheint. Ist einfach aus Mix. Aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, alles klar. Ah. Okay, das war zwischendurch mal Mordi. So. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es sich in Morde verwandelt hat. Ich war ja verwirrt. Na komm, haben wir zufällig Äpfel mit? Weil das Hungerproblem, das hatten wir ja schon im letzten Part. Wenn ich mich richtig daran erinnere. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Geister-Pokémon, aha. Irgendwas mit Geister-Pokémon stand da. Was? E6 ist schon vorbei. Punkt, Punkt. Jemand ist in den Wald eingedrungen. Ob das wohl die Ursache für das Abschwächen der Eiswände ist? Dem muss ein Halt geboten werden. Es gilt, den Wald zu schützen. Frostwald E6. Aha. Ein kleines Intro. Eine kleine Einleitung auf das, was uns vielleicht gleich erwarten wird. Gut. E6. Versuchen wir zu überleben. Wir haben genug Belebersamen mit. Aber die würde ich mir ganz gerne, also am liebsten würde ich die mir für den Kampf aufheben, der gleich kommt. Da kommt dann gleich noch ein legendäres Vogel-Pokémon. Wer das wohl sein mag, hier im Eisgebiet. Wer da wohl unser nächster Gegner sein wird. Auf der Flucht. Ich kann es mir gar nicht denken. Das wird wohl eine große Überraschung werden. Jo, ab zur Tür. Bevor sich ein Commander verwandelt. So, E7. Das geht doch voran. Bisher haben wir noch keinen Belebersamen einsetzen müssen. Bisher ging es noch. Kamen wir zurecht. So, ich hätte gerne mal einen Apfel, falls wir einen mit haben. Ah, einen haben wir mit. Einen. Sehr gut. Viel mehr brauchen wir auch nicht. Na denn. So, Sinnebeere, haben wir genug. Oh, Kacke. Mordi. Elektrifiziert, paralysiert. Beide. Na toll. Was soll denn das werden? Wenn's fertig ist. KP-Knappheit. Ja, Antiparalyse wäre jetzt sinnvoll. Paralyseheiler.
weiß nicht, wie das heißt, das Item. Mutti, greif doch mal an. Paralyse ist scheiße, ich stehe daneben und kann nichts tun. Na komm. So. Okay. Wir haben Mordi zurückgelassen. Na komm, lass hier die Tür sein. Mit zwei Pokémon auf einmal in einem Raum. Wir müssen zurück. Ein Apfel. Kommst du her? Bringst den Gegner zu mir. Mensch, Mordi. Alleine kämpfen wir auch nicht die Option. Okay. Den Ast nehme ich nicht mit. Schlafast. Wahrscheinlich. Na komm, Mordi greift mit an. Na komm, attackier. Es gibt ja Leute, die das gerne auf meinem Kanal gucken. Habe ich noch mehr Meldung bekommen. Das Mystery Dungeon auf meinem Kanal gern gesehen ist. Dass das durchaus welche gucken. Daher ermutigt mich, das auch weiter zu spielen. Pokémon ist generell, ja, es ist halt bei meiner Community. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was ich halt mag. Ja, meine Community meistens auch. Ich bin ein großer Pokémon-Fan und bringe halt viele Pokémon auf meinen Kanal. Das kommt auch eigentlich an. Ach du Scheiße, wie viele Leute sind denn hier? Was machst denn du? Mord ist fast kaputt hier und so Mord ist wieder überleben. Mit einer Sinnebeere. Na komm, greif doch an. Ich hab die ganze Zeit in die falsche Richtung gehauen. Hoffentlich greift mich Mordi jetzt nicht an. Ist noch verwirrt. Er schien ihn vor uns her. Es verbraucht ein bisschen Hunger, aber ja. Hier ist die Treppe. Und weiter geht's. E9. Wie lange ist es nicht mehr? Ein bisschen noch, aber Schlafsamen. Das ist ein sinnvolles Item. Müssen wir nur mal einsetzen. So, natürlich dorthin, wo die meisten Gegner sind. Ich benutze den Schlafsamen. Wo ist der Schlafsamen? Hier ist der Schlafsamen. Werfen. Nice, okay, jetzt können wir angreifen. Ist natürlich wieder aufgewacht. Oh, okay. Teleport. Ich wusste gar nicht, dass das Pokémon teleport kann. Jetzt rennt es weg vor uns. Okay. Habe ich auch noch nie gesehen in diesem Let's Play. Dass ein Pokémon vor uns wegrennt. Dann lassen wir es wegrennen. Wir haben einige Magnalien. Wenn er sich wegteleportiert hat, war Angst und rennt dann immer vor uns weg. Na komm. Mordorf hat KP-Knappheit bemerkt. Ja. Aufmerksames Ding. Na komm. Ja, nicht aufmerksames Ding. Das ist Mordi, mein Partner. Oh. Ja, ich bräuchte mal wieder einen Apfel. Wäre grundsätzlich nicht schlecht. So, einen Apfel haben wir doch aufgesammelt, oder? Ein Apfel bitte. Essen. Das mit dem Hunger, das ist auch immer, das ist ja lästig. Sehr lästig. Mit KP-Knappheit eigentlich kaputt macht dann der Hunger. Oha. Wir sind nur auf einer Mittelstation. Okay. Items zu nehmen brauchen wir gar nicht, wir haben noch genug. Weiter geht's. Weiter geht's. Frostplateau E10. Ja, wird wahrscheinlich wieder 14 oder 15 haben. Schaffen wir doch, oder? Haben wir bisher gut geschafft. Schaffen wir weiterhin. Na komm,
Wir haben noch keinen einzigen Belebersamen verbraucht. Wollte ich mal anmerken. Schon einige Sinnebären, aber keinen Beleber. Ja, die Sinnebären, die werden ja auch als erstes benutzt. Aber gut. Müssen wir erst die Sinnebären komplett verbrauchen, bis wir Beleberbären verwenden. Naja, wir sind vorangekommen. Wir kommen klar. Ich müsste mir ein paar Beleberbären aufheben. Belebersamen. Weil das wird jetzt nicht der letzte, das wird nicht der letzte Trainer sein. Quatsch. Das letzte Boss-Pokémon, das wir auf unserer Wanderung, auf unserer Flucht begegnen, besiegen müssen. Ich habe gehört, da kommt noch ein Gegner, der soll ziemlich OP sein. Ein vierter Gegner wahrscheinlich noch. Ich habe schon so Vermutungen, wer das sein wird, aber ja. Unsere Nebären gehen langsam zu Ende. Schlecht für den Bosskampf. Da müssen wir nur auf Beleberbären, auf Belebersamen zurückgreifen. Na komm. Gut. Immer noch nicht bei der Tür. Die ist wohl hier noch ein bisschen entfernt. Die ist da genau in der Mitte. Na komm, so geht's hier lang. Da ist die Tür im letzten Raum. Ja, alle Räume schon erkundet und im letzten Raum ist es. Ja klar. Wo auch sonst. So, E11. Frostplateau. Na komm. Na komm. Verfehlt, das ist gut. Unsere Attacken verfehlen nicht. Wir greifen an. Nice. So, nicht erfrieren. Weitergehen. Tür finden. Hoffentlich schnell. Ich will ankommen. So, hier nicht. Aber hier. E12 ist es noch nicht. Ja, E14 oder E15 würde ich sagen. Wenn ich raten dürfte. Vielleicht sogar E16. Okay, was war das? Stolak. Stolrak ist das. Weiterentwicklung von Stolunia. Vielleicht sogar Endentwicklung. So, da ist schon die Tür, die Treppe, die Leiter. Ein bisschen Münzen mitgenommen. Joa, sind wir bald da. Sieht doch gut aus. Das kriegen wir hin. Und dann Bosskampf, ich komme. So, schnell die Türen finden. Das ist hier das Ziel. Das ist ein Metank, Weiterentwicklung von Tahiel. Jo. Sehr toll. Dürfen wir leider nicht mit in unser Team nehmen. Auf der Flucht ist das nicht möglich. Level 28. No, das ist doch schon ein Level. Wenn wir zurück sind, können wir uns entwickeln. Verwandeln, wir können jetzt so verwandeln. Gibt es ja auch die Option, Achtung Spoiler, in Pokémon Mystery Dungeon sich zu entwickeln. Hey, ist ja kein Spoiler mehr, das ist ja ein Remake zu den ersten Pokémon Mystery Dungeon Teilen, das ist ja, dürfte bekannt sein. Nice. Auf die Spitze. So, der Bossgegner kann kommen. Wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Noch ein bisschen und wir haben es geschafft. Beißen wir die Zähne zusammen. Punkt, Punkt, Punkt. Huch, hast du was gesagt, Zwengi? Seltsam, du warst das also nicht? Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Naja, vielleicht war es bloß Einbildung. Punkt, Punkt, Punkt. Wer kommt da von Herr O, Herr Rom auf uns herab?
Kehrt um. Ihr dürft hier nicht weiter. Da verdunkelt sich der Himmel wieder. Wer spricht da? Es ist euch nicht gestattet, zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, müsst ihr die Konsequenzen tragen. Spürt meinen unbändigen Zorn. Ah, das blendet. Das Eis um uns herum reflektiert das Licht. Labados, Arctos, ja, Arctos. Ich bin Arctos, der Hüter des Eises. Mein Zorn vernichtet jeden, der es wagt, diese Welt zu betreten. Lass uns beginnen. Kampf. Arctos fordert dich heraus. Das wird jetzt nicht wirklich. So können wir kämpfen. Mordev schon fast besiegt. Ja, hier werden wir wieder unsere Belebersamen verpulvern. Ich sehe es schon kommen. Also ich kann es nur immer wieder sagen. Scheiße ist, dass man hier nicht... Okay, sind die Bären. Scheiße ist, dass man hier nicht den Kapierbalken des Gegners sehen kann. Ich kann mich daran erinnern, ich meine mich daran zu erinnern, dass das ging. Das war das im Ersten, dass du die Dungeon sehen konnte. Vielleicht irre ich mich, aber... Ja. Da feuert man und feuert man und weiß halt nicht. So Mini-Belebersamen. Und weiß halt nicht, wann man fertig ist. So Sinnebären natürlich. Zwergi. Ach, werde ich von Mordi gefüttert. Wie nett. Na komm. Angreifen. Na komm, das wird doch gehen. Ein paar Sinnebären, ein paar Beleber muss man einsetzen. Das schaffen wir doch auch noch. Mordi, Mini-Belebersamen. Zwei haben wir jetzt verbraucht. Wenn ich richtig geguckt habe. Ist doch noch halbwegs in Ordnung bis jetzt. So, wenn es weiß wird, dann haben wir ihn besiegt. Also jetzt. Oh, zwei Belebersamen, das ist doch, ja, okay. Für den Boss. Besiegt. Bitte, Arctos. Wir müssen unbedingt weiter. Um jeden Preis. Bitte lass uns passieren. Nein, das kann ich nicht zulassen. Aber warum? Warum dürfen wir nicht weiter? Der eiskalte Wind, der durch dieses Wald weht. Er hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Es ist nur fürchterlich kalt hier. Die kalte Luftstrom des Waldes wurde gestört. Selbst der Schnee begann zu schmelzen. Schnee, der nie zuvor geschmolzen ist, versteht ihr, was das bedeutet. Das ist noch nie geschehen, nicht ein einziges Mal. Und plötzlich erscheint ihr hier in diesem Wald. Das ist kein Zufall. Dafür könnt ihr nur verantwortlich sein. Aber wir haben nichts damit zu tun. Das ist reiner Zufall, wirklich. Arctos, bitte. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee schmilzt. Gewisserweise schon. Ich bin Mensch und... ja, komm, reden wir nicht drüber. Das hier ist nämlich nicht der einzige Ort, wo die Natur in letzter Zeit verrückt spielt. Das Klima hier hätte sich auch verändert, wenn wir nicht hergekommen wären. Und das soll ich euch glauben? Schluss mit dem Unsinn. Euer Ende ist gekommen. Halt. Oh. Wer beschützt uns da in der Not? Absol. Die beiden sagen die Wahrheit. Die Natur ist in der Tat überall aus den Fugen geraten. Ist das wirklich wahr? Leider ja. Ich spüre, wenn etwas mit der Natur nicht stimmt. Doch die
Katastrophen in letzter Zeit sind anders als alles, was ich je erlebt habe. Also gibt es noch weitere Vorkommnisse dieser Art? Nun, gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Danke, Arctos. Jedoch. Was? Ihr müsst verhindern, dass sich diese Katastrophen weit ausbreiten. Ich ziele auf euch. Großes Ehrenwort, Arctos. Das war mehr als knapp. Vielen Dank. Du hast uns gerettet. Verschwendet die kostbare Zeit nicht mit Danksagungen. Konzentriert euch lieber darauf, den Unheil Einhalt zu gebieten. Gelingt uns dies nämlich nicht, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich habe die Zerstörungskraft dieses Unheils mit jeder Faser meines Körpers gespürt. Meine Vorahnungen haben mich an diesen Ort geführt. Ich halte es für sinnvoll, dass wir von nun an gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Um diesen Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kraft zur Verfügung stellen. Schniff. Vielen Dank, aber so. Du hast jetzt Zugang zum Camp Finsterkamm. Und Absol ist deinem Team beigetreten. Wow, das Pokémon verfügt auch über das Talent AP-Heilkraft. Das ist großartig. Zweig hat den Dungeon Frostplateau mit Bravour gemeistert. Wirklich. Ja, diesmal wirklich. Gar nicht schlecht. Intensivticket. Du hast das Item in Kangama-Lager geschickt. Und so überwanden Zwergi und sein Team den Frostwald. Sie marschierten weiter gen Norden. Je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurde die Gegend. Dieser weiße Bergfahrt nimmt einfach kein Ende. Wir sind schon so weit gelaufen. Mordi sieht auch schon ganz erschöpft aus. Es ist pure Verzweiflung, die uns vorantreibt. Und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ob wir wohl das Richtige tun? Ist das kalt. Und überall nur Schnee, Schnee und nochmal Schnee. Und seit einer Weile scheint sich die Gegend hier nicht mehr zu verändern. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Du Zwerg, weißt du was? Ich glaube, in dieser Einhöhle gibt es außer uns überhaupt niemanden. Und ich habe den Eindruck, dass da nichts mehr ist. Egal, wie weit wir noch gehen. Ich bin so müde. Was wird nur aus uns werden? Das passiert schon nichts. Ja, du hast recht. Den Kopf zu zerbrechen hilft uns auch nicht weiter. Immerhin haben wir es bis hierher geschafft. Tut mir leid, Zwergi. Das war wohl ein Ausflug von Selbstmitleid. Anflug. Ich glaube an dich. Und deshalb gehe ich auch diesen ganzen weiten Weg mit dir. Und ich werde auch in Zukunft den Glauben an dich nicht verlieren, Zwergi. Ich gehe, wohin du gehst. Oder vertraut mir bedingungslos. Da darf ich keine Unsicherheit zeigen. Ich muss auch an mich glauben. Was war das? Mir wird auf einmal so schwindelig. Zwergi, ist dir nicht gut? Endlich bist du da. Da? Da spricht jemand zu mir. Mordev? Nein, Mordev klingt anders.
Diese Stimme. Ich kenne sie von irgendwoher. Endlich. Endlich bist du da. Ich habe dich erwartet. Gerade vor. Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Aber du bist doch... Wie? Zwergi, was ist auf einmal los mit dir? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Für sie bin ich unsichtbar. Folge dem Weg noch ein kleines Stückchen. Es führt in eine zerklüftete Berglandschaft, die von Klirrberg gekrönt wird. Dort auf dem Gipfel lebt Volona. Volona! Ja, er erwartet dich bereits. Aber sei vorsichtig. Nein, warte. Oh. Hey Zwergi, was machst du denn da? Ist alles in Ordnung mit dir? Am Klippberg, am Eisklippberg oder wie der hieß. Oh, verstehe. Gardevoir ist dir also erschienen. Und deshalb hast du so verblüfft ausgesehen. Aber das hieße ja, dass es sich bei Volona nicht bloß um eine Legende handelt. Diese Pokémon existiert also tatsächlich. Und es befindet sich hier am oberen Gipfel, hier oben auf dem, ganz oben auf dem Gipfel. Zwerg. All die Anstrengung, die wir auf uns genommen haben, um hierher zu kommen, sie war nicht umsonst. Wir werden endlich Volona treffen und die ganze Wahrheit erfahren. Dann können wir auch endlich diese üblen Verdächtigungen gegen dich entkräften. Ist das nicht fantastisch? Hör mal, Zwergi, mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kann verstehen, dass du Angst vor dem Treffen mit Volona hast. Was, wenn du der herzlose Mensch warst, der gerade Volona im Stich gelassen hat? Ich wette, dass dieser Gedanke ständig im Kopf herumgeistert. Für mich ist es ausgeschlossen, dass du dieser Mensch sein sollst. Ja, warum bist du dir da so sicher? Du fragst dich, warum? Ja, es mag sein, dass ich anfangs so meine Zweifel hatte. Offen gestanden weiß ich selbst nicht so genau, warum. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast das Herz am rechten Fleck. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Ritterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da fällt mir auf, ich hatte damals schon in der Gegenwart, in deiner Gegenwart, so eine Vorahnung. Ist schon komisch, nicht? Aber ich glaube wirklich fest an dich. Und wenn wir den Gipfel erreichen, erfahren wir endlich die ganze Wahrheit. Zwergi, geben wir alles. Ja, wir geben alles. Wir geben niemals auf. Aber erst im nächsten Part oder an diesem Part, jedenfalls mache ich eine kleine Aufnahmepause jetzt an dieser Stelle, die vielleicht auch wieder Wochen geht, aber ich mache eine kleine Aufnahmepause. Bis gleich oder bis zum nächsten Part. Haut rein.